So, mein guter Hai hier. Wer in einem Sägewerk arbeitet, kümmert sich nicht um das Wohlergehen von Bäumen. Aber weißt du, wie man jemanden nennt, der Bäume gesund pflegt? Kieferorthopäde. Hahaha. Mann, sind das Witze. Zum Totlachen. So, Eisbrecher. Boah, was? Seelenblume, Eisenbarren habe ich alles nicht. Das kann ich mir sehr wohl bauen. Oh nein, ich brauche Leinenfaden. Schaffähig. Okay, das brauche ich definitiv bald. Machen wir erstmal das hier. Den kann ich mir nämlich mein Eisenwerk da bauen. Handwerker, ich brauche echt Leinenfaden. Mal gucken, vielleicht kann ich mir die gleich noch machen. Das wäre ja cool. Dann kann ich nämlich Schaf mir holen und noch so Krimskrams Gebims. Auf geht's. Oh, perfekt. Also, auf geht's. Super. Jetzt habe ich 12. Glaube, das reicht. Wir wollten ja jetzt wieder zurück und noch mal schauen, ob wir jetzt weitere Baupläne kaufen können. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Und zwar das da. Genau. Oh, perfekt. Brauche ich hier für Eisenbahn und Wollstoff. Zerkleinerer Aufenthaltsraum Hühnerstall. Ach, kick mal an. Eisbrecher, eine Seelenblume. Komme ich denn daran? Naja, mal gucken. Stall, Schmiede, Keller. Naja. Das hat ja mal gelohnt. Mal sehen, was ich davon jetzt noch bauen kann. So viel größer sieht der Kahn jetzt nämlich nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Schaffähig. Ey, da brauche ich echt Kupferbarren für. Marmor. Okay, ich sehe schon, das ist eh nichts für jetzt. Das sowieso nicht. Sägewerk. Eichenbett brauche ich. Könnte ich das denn jetzt bauen? Doch, nach oben kann ich das jetzt bauen, ne? Eichenbrett. Was willst du denn da oben schon wieder? Gut, wie ich sehe, hat dich dieser Hai nicht mit seinen Irrsinnspreisen abgezockt. Ich kenne diese Art Leute, die versuchen immer, einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und zeig bloß keine Schwäche vor denen, das riechen die sofort. Das sind nämlich tollwütige Hunde. Aber gut, jetzt, da du dein Reißbrett verbessert hast, kannst du eine Gießerei brauen. Könnte dir das ein oder andere beibringen, weißt du? Ich komme aus einer alten Metallarbeiterfamilie. Ich habe viel darüber gelernt, wie man für die Rechte von Fabrikarbeitern kämpft. Aber ich habe auch genug Wissen über die Bedienung von schweren Maschinen aufgeschnappt. Und eins kann ich dir sagen, das ist absolut fantastisch. Es mag nicht danach klingen und die Arbeit ist schmutziger, als du dir vorstellen kannst. Aber die Vibration, der Lärm, die Hitze, weißt du was? Sei so lieb und bau uns eine. Sie wird dir auf dieser Reise gute Dienste leisten und ich hätte etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Schon klar. So, da bist du. Teesamen. Tada. Quarz und Nebelstoff.
Kopfsalatsamen. Naja. Oh, hier brauchen. Nee. Das lassen wir erstmal. Rotlachs habe ich noch keinen. Na, mal gucken. Bauen. Das da. Auch so passt das, glaube ich, auch. War hier nicht noch ein Schaf, der ich hier irgendwo fällt? Windmühle, Obstgarten, Kupferbarren. Okay, aber dann kann ich den bald bauen. Wird schon gemütlich hier. So. Da brauchte ich Stoff, ne? Ach, guck, habe ich sogar. Nun sollte aber mal gut sein hier, ne? Ah ja, ich kann. Also das ist zum Beispiel nervig, dass man zumindest nicht nachts programmieren kann, wo man dann schon mal hinfahren möchte. Das ist eigentlich voll praktisch. Fischcurry, oh lecker. Kriegt man ja fast ein bisschen Hunger, ne? Gucken wir mal, was da draus wird. So. Eine Sonderaktion für unseren Essenslieferdienst. Wollte ich gerade sagen, also hier gibt es keinen Supi-Dupi hier. Das Haus sieht viel besser aus, als ob alles so eingerichtet wurde, um mich glücklich zu machen. Die Materialien, die Farbtöne, die Gemütlichkeit. Einfach perfekt. Du hast mir wirklich zugehört und diese schöne Kajüte für mich gebaut. Das werde ich nicht vergessen. Ey, und dann fängst du nur an hier. Was ist das denn? Süß. Wieso kann die nach oben und ich nicht? Das gibt's ja nicht, ey. Naja, egal. Spürst du die Hitze, Wildfang? Riechst du das flüssige Metall und die schweren Maschinen? Hier wird gezaubert. Dort drin werden wir wundervolle Dinge erschaffen. Lass uns hineingehen, damit ich dir alles erklären kann. Nur dann. Was für eine Maschine. Oh, wow. Stella, deine Gießerei ist erstklassig. Eine bessere hätte ich auch nicht bauen können. Sehr beeindruckend. Ich werde dir die Grundlagen erklären. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Maschine, also sei bei der Bedienung sehr vorsichtig. Zuerst musst du Erz in den Schmelzofen legen. Dann legst du Kohle in den Brenner, um den Schmelzofen aufzuheizen. Kurz darauf erreicht die Maschine ihre Betriebstemperatur. Aus dem Erz, das du in den Schmelzofen gelegt hast, werden Barren erstellt. Die Blasebälge auf beiden Seiten des Schmelzofens erhöhen die Temperatur. Jedes Metall verhält sich anders, aber sobald die richtige Temperatur erreicht wird, beginnt der Prozess. Du musst dafür sorgen, dass die korrekte Temperatur aufrechterhalten wird. Sinkt sie zu tief, wird der Prozess angehalten. Steigt sie zu stark? Nun, das möchtest du lieber nicht herausfinden, Wildfang. Und das war's auch schon. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst. Dann mal ran an die Arbeit. Okay, dann legen wir doch hier mal Kupferbarren rein. Und hier wolltest du Kohle haben. Habe ich gar nicht so viele.
Und jetzt? Woran sehe ich denn, dass die Temperatur in Ordnung ist? Geh weg. Oh Mann, stell dich doch mal woanders hin hier und nicht direkt vor dem Blasebalg. Ja, prima. So kann das hier echt funktionieren. Ist das jetzt gut? Nicht gut? Geh doch mal weg da. Boah, das ist aber hier eine Prozedur. Oh Stella, wenn doch nur alle Metallarbeiter, mit denen ich es zu tun hatte, dein Talent gehabt hätten. Du wirkst so klein und schmächtig, aber du bist wie eine erfahrene Schmiedemeisterin in der Gießerei herumgedüst. Ich bin so stolz auf dich. Das ist eine hervorragende Maschine und ich bin mir sicher, dass du sie gut nutzen wirst. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich sie selbst auch hin und wieder verwenden. Ja, aber dann steh nicht wieder so im Weg. Das ging ja gar nicht. Gut, aber das heißt, ich kann die jetzt mal hier nutzen, weil ich brauche ja tatsächlich ein paar Barren. So, 4 sollten auch reichen. Ofen. Ofen. Hä? Was nu? Ach so, ist noch was drin. Na gut, dann. Tada. Wie viele Kupferbarren habe ich denn jetzt? 7. Also ich meine, das ist zu wenig. Wenigstens kann man hier nicht so viel falsch machen. Wichtig ist, dass ihr immer hier guckt, ab hier beginnt das Ganze loszugehen und hier scheint der rote Bereich zu sein, wo es dann kritisch wird. Na los, spuck aus. Jetzt aber. Auf ein Wort, schon wieder. Oh komm schon, Wildfang. Ich bin am Verhungern. Ändere das. Ja, du willst ja alle nichts, was ich hab. Was soll ich machen? Ich hab noch kein Fleisch. Vielleicht magst du Popcorn? Na, immerhin. Die ist schon mal wieder ein bisschen besänftigt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.